word, the lady. Move like you got a purpose. Seit dem 25.06.2016 steht nun endlich die Halo CE Mod SPV3 zum Download bereit. Fast 10 Jahre hat es zwar gebraucht, doch nun ist einer der größten und umfangreichsten Halo Mods aller Zeiten endlich da. Doch was ist SPV3 überhaupt genau, mag sich der ein oder andere von euch nun fragen. SPV3 steht für Single Player Version 3. Und ist im Prinzip nichts anderes als eine Mod für das erste Halo von 2001. Aber meine Güte, ist das eine umfangreiche Mod. SPV3 liefert jede Menge neue Inhalte für das Spiel, mit dem damals alles begonnen hat. Masters und sein Team sind Halo-Fans, die uns hier wirklich etwas Unglaubliches gebracht haben. Meine Güte, es gibt so viel zu erzählen, dass ich gar nicht weiß, wo genau ich anfangen soll. Neue Waffen, neue Fahrzeuge, neue Dialoge, verbesserte Grafik, neue Cutscenes, neue Levelabschnitte und. Und das Beste? Es ist kostenlos. Wenn ihr Halo CE für den PC habt, müsst ihr euch einfach nur die Mod aus dem offiziellen Forum bei Reddit runterladen und könnt sofort loslegen. Falls es Probleme gibt, gibt es dort auch eine sehr aktive Supportseite, auf der euch bestimmt weitergeholfen werden kann. Aber wenn alles klappt, könnt ihr euch direkt in die Action stürzen und es gibt wirklich jede Menge neuen Kram in dieser Mod. Zum Release am 25.06. sind zwar nur die ersten 5 Missionen verfügbar, aber der Rest soll in naher Zukunft noch folgen. Heißt das, es gibt doch nicht ganz so viel Content in dieser Mod? Nein, definitiv nicht. Viele Inhalte, die es in das originale Halo CE damals einfach nicht mehr reingeschafft haben, oder Dinge aus späteren Halo-Titeln sind jetzt im Spiel. Ja, teilweise sogar Inhalte, die es zuvor noch nie in Halo gegeben hat. Wer wollte nicht immer schon einmal die Flakgeschütze der Jäger selbst aufheben oder das Schild der Schakale mit sich umhertragen? Es gibt einen Brute Needler, der im Vergleich zum normalen Needler ein größeres Magazin hat, jedoch nur im Nahkampf wirklich effektiv genutzt werden kann. Genauso gibt es nun eine Brute Plasmapistole, neue Gravitationsgranaten, das BR aus der Halo 2 Beta mit zwei verschiedenen Feuermodi und gegebenenfalls sogar einem Granatenwerfer, der by the way den Sound des Reach Nade Launchers hat, das DMA und noch vieles mehr. Oh! Und der Karabiner. Es gibt den Karabiner. Oh, dieser Karabiner. Oh, und natürlich... Der Brutzler von Wiesenhof. A.K.A. das Fokusgewehr aus Halo Reach. Es gibt den Gangus. Man kann Race fahren. Und natürlich gibt es auch noch deutlich mehr verschiedene Warthog-Varianten als im Original. Auch neu sind einige Fähigkeiten. So haben nun zum Beispiel auch die Nachtsicht aus ODST und Reach und Sprint ihren Weg in die Mod gefunden und fügen sich sehr gut ein. Doch auch in Hinsicht auf die Level selbst hat sich so einiges getan. Viele neue Gegner sind in der Mod. Es gibt Brutes, Skirmisher und auf der allseits beliebten Installation 04 laufen sogar nun auch wilde Tiere umher, die in der ein oder anderen Situation eine Schlacht sogar zu eurem Vor- oder auch Nachteil entscheiden können. Des Weiteren hat sich in vielen Passagen auch die direkte Level-Architektur verändert. Einige neue Abschnitte sind hinzugekommen, so zum Beispiel auch direkt in der ersten Mission auf der Pillar of Autumn. Zusätzlich wurden einige Bereiche leicht verändert oder etwas angepasst. Ist man früher im Level Halo noch Ewigkeiten rumgefahren, um einige Marines aus ihrer Not zu befreien, ist das Ganze jetzt in einem etwas kleineren Bereich gesteckt worden. Dinge wie einige Stämme mit aufgespießten Marines, die dort von den Brutes aufgestellt wurden, tragen ebenfalls noch weiter zur Atmosphäre bei. Meine Güte, es gibt sogar noch Terminals und Datapads in den Leveln zu finden, die noch ein wenig mehr interessante Background-Infos liefern. Doch stellt die Mod das originale Halo CE jetzt total in den Schatten? Nein, das finde ich nicht. Das Original wird immer ein Klassiker bleiben. Die Mod spielt sich nun einfach mal anders. Dennoch würde ich die originale Variante von Halo nicht missen wollen. Nein, ganz im Gegenteil. Durch die Mod habe ich nun tatsächlich einmal mehr Lust auf Halo CE bekommen. Zudem soll es ja auch gar nicht das Ziel der Mod sein, das Original zu verbessern. Es geht mehr darum, das Gefühl, das damals vermittelt wurde, neu zu verpacken und neu zu vermitteln. SPV3 ist wirklich ein Projekt, wie ich es zuvor nur selten gesehen habe. Und wenn ich so viel Leidenschaft für ein inzwischen fast 15 Jahre altes Spiel sehe, geht mir persönlich ein wenig das Herz auf. Das macht die Halo-Community sehr einzigartig, diese Leidenschaft. Masters und sein Team haben mir wirklich etwas ganz Besonderes auf die Beine gestellt. Und ich muss ganz ehrlich sein und sagen, dass ich mit dieser Mod wirklich sehr viel Spaß hatte. Kämpfe fühlen sich gut und herausfordernd an. Das Gameplay ist CE-typisch sehr schnell und vor allem hatte ich wieder einmal dieses Halo-Gefühl der ersten Stunde. Man landet auf einer mysteriösen Welt, kämpft erst gegen Aliens und dann gegen einen Parasiten. Es ist schwer, dieses Halo-Gefühl in genaue Worte zu packen. Aber jeder Halo-Fan, der schon eine Weile dabei ist, wird ganz genau wissen, was ich meine.
Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, spielt die verdammte Mod. Los! Dieses Gefühl, gepaart mit dem neu interpretierten und sehr gelungenen epischen Soundtrack und der Herausforderung, mal wieder etwas taktischer an eine Schlacht herantreten zu müssen, hat SPV3 für mich zu einem ganz besonderen Erlebnis gemacht. Die Waffen fühlen sich gut und nach Halo an, machen allesamt Spaß und die neu platzierten Gegner und die neuen Levelabschnitte geben der ganzen Mod einen so hohen Wiederspielwert, dass man alleine schon mit den bisher 5 erschienenen Leveln eine ganze Zeit lang Spaß haben kann. Ich kann euch wirklich nur sehr empfehlen, euch auch die Mod, die wie gesagt kostenlos ist, runterzuladen. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Links zum Download und natürlich auch zum YouTube-Channel von Masters1337, der die Mod mit seinem Team kreiert hat, findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Und jetzt möchte ich euch gar nicht mehr viel vorwegnehmen. Los, geht auf Reddit, ladet euch die Mod herunter und habt Spaß mit einer unglaublich genialen Kreation aus der Halo-Community. Ihr seid ja immer noch da. Los, ladet den Download. Ab jetzt. Los mit euch. Im Hintergrund seht ihr jetzt hier nochmal unser Halo Wars 2 Beta-Fazit verlinkt. Ansonsten schreibt doch in die Kommentare, was ihr von SPV3 haltet. Würde mich wirklich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal bei Sick Enterprises.